Heute im Test Typhoon von Tropic. Ein paar Raketen, Sonnenvögel, ein bisschen Klasse 1, ein römisches Licht, Fontänen und Böller. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ja, NEM. NEM hat das Ganze hier. Da oben, 158,9 Gramm. 8,9, okay. So, wir reißen halt den ganzen Bügel jetzt einfach mal hier auf, ne? Ja. Zack. So eine Kacke wie Knallerbsen oder so werden wir nicht finden. So. Cracking Stars. Ich verstehe das nicht, warum die das noch so gut verpacken. Ja, noch extra einschweißen. Vor allem Silvester haben wir heute eh noch kalte Hände. Ach, was haben wir denn hier? Würde ich sagen, machen wir 2-3 Stück einzeln und einen Restaufschlag, oder? Ja. Ja, okay, alle Aufschlag. Und das ist. Genau. Knatter Fritz, ich glaube, jeder kennt sie auch. Geil, ne? Ja, so macht's auch Spaß. So, Pyrocracker. Sind wir auch alle hintereinander. Ach, guck mal. Die haben sogar ein Design. Die haben ein Design. Wir hatten wahrscheinlich die erste Produktion. Kappa. Vico. Hä? Lol. Oh, oh. In meiner Tasche ist ein Anfeuer. Oh, die sind wieder gut. Ach, schade. Jawohl. Schön dumpf. So. Ja. So. Machen wir mal hier mit der Fontäne, ne? Ja. So. Die. Oh, jetzt, wenn ich ehrlich kann, war ein bisschen viel zu kalt. Ja, das stimmt. Magic Fountain, Leute. Ja. Ganz okay. Was ist das? Zapki. Zapki, keine Ahnung. Knallfrische. Ja, ah ja, das. Ja, doch, ja, ja. Sieht aus wie aus einer Feistelpackung, weißt du? Die alten. Ja. Die sind auch ziemlich klein, ne? Die haben bestimmt was drauf. Ich hoffe es mal. Naja. Na. Die sind gar nicht so schlecht. Besser als die von Funke. Ja. Knallen zwar nicht, aber bewegen sich wenigstens etwas. Oder zünden wenigstens. Ja. So, dann machen wir weiter mit. Shit. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das voll nicht, ne? Ah, ja, kann man das eigentlich sein lassen, oder? Leute? Eine Packung machen wir. Aufschlag. Knallziehschnüre. Meine Hand ist gerade ein Gefühl am Absterben. Meine auch. Das wird jetzt auch ein Kraftakt. Jawohl. Ja. Ja, reicht dann auch. Genau. So, dann die Dragon, keine Ahnung. Dragon X. Ja, sollen wir auch Schlag machen in der Packung?
Ja, ne, die kleinen Bonbons. Kennt ja jeder, Meteorite quasi, bestimmt von Wilco. It's candy time. Ja. Ja, haben wir auch ein schönes Lagerfeuer. Ja, dann wird es hier direkt ein bisschen wärmer. Genau. So, hier haben wir noch ein Grüli. Das ist relativ dick, ne? Ja, das ist echt dick. Das Magic Shot. Kannst ja direkt am... Ah, ist ausgegangen. Ach, mit Knall. Nice. Schussfolgerung ist natürlich jetzt nicht so schnell. Jeder zweite Schuss mit Knall wahrscheinlich. Ja. War es das? Ja, sieht so aus. So, dann haben wir jetzt noch einen Sonnenvogel und dann noch 5 Raketen. Genau, so Sonnenvögelchen, Leute. Ich komm nicht mehr runter. Schön. So, und zu guter Letzt die 5 Raketen. Genau, wir machen erstmal wieder die gelbe, ne? Ich muss mal kurz die Hand zum Film wechseln. Das ist mir gerade ein bisschen zu kalt. So, gelb. Ja, mit blauen Sternen. Schönes Blau. Grün. Rote Sterne. Sehr schön. Rot. Komische Flugbahn auf jeden Fall. Boah, Junge. Was war das? Das machen wir doch mal die grüne. Das war irgendwie wahrscheinlich eine polnische. Das sah aus wie eine Kugelbombe da oben. Alter, wie so eine 4-Inch von der Außenbreite. Ja, das war nicht schlecht. Von dem Zerleger, vom Knall her. Leck mich am Arsch. Jawohl. Und nochmal so eine rote. Wenn jetzt nochmal so ist, dann bin ich begeistert. Ja. Bin ich jetzt gespannt. Nee. Aber trotzdem... Muss ich sagen, das war echt ein richtig geiles Set, Leute. Ja. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Es gibt auf jeden Fall eine dicke Kaufempfehlung. Zu kaufen gibt es das bei Feuerwerksmarkt. Link natürlich wie immer in der Beschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.